So. Ja, die Kashia will etwas. Wir sollten Blutraben töten. Auf dem Friedhof, weil sie korrumpiert war. Ja? Weil eine Jägerin war vom Lager des verborgenen Auges. Aha. Wir brauchen noch 5 Dexterity. Und dann können wir ballern mit einer Axt, die besser ist. Stachelratten sind auch sehr verfrüht hier. Diese Violetten, die gibt es ab dem dunklen Schwarzmoor, genau, in World of Destruction. Oder wahrscheinlich sogar noch später. Also jetzt weiß ich jetzt, in Außen-Kaserne hat es die. Ich glaube schon am Schwarzmoor, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Charms habe ich noch keine bekommen. Die gibt es ja hier. Eben auch in Rares und Unix. Ich treffe so schlecht. Ja. Mein Schild ist zur Stelle. Ich hab keine Ausdauer mehr. Oh, wie viel halten die aus? Das ist ja Wahnsinn. So einen habe ich ja. Treffen ist Kunst. Schon wieder dabei. So, dann habe ich mal wieder eine alte CD aus dem Schrank genommen. Von einem Spiel, das heißt The Fall, Last Day of Gaia, ist eine Mischung zwischen Fallout 3 und ja, Fallout 2 und Silent, ja, die Silent Storm, genau, Silent Storm, also Rundentaktik. Vom Feinsten. Ich werde es vielleicht jetzt playen, wenn es mir noch was gefällt. Ich schaue es mal an. Ja. Vielleicht werde ich jetzt playen oder einfach mal zeigen. Das ist richtig gut und es ist leider ein bisschen nicht so bekannt, ein bisschen unbekannt, aber es ist ein sehr gutes Spiel. Es hatte viele Bugs leider, weil es zu früh auf den Markt geworfen ist, aber es ist aus Deutschland und dadurch auch sehr komplex, weil die Deutschen auf Komplexität setzen.
Und die zum Beispiel die Amerikaner eher auf Arcade-Zeugs und so, wo man nicht viel denken muss. Damals in Amerika auch nicht so bekannt. Aber vor allem in Deutschland hat es schon ein paar gemacht. Und es kam, wann kam es raus? 2005 kam es, glaube ich, raus. Ja. Genau, die extra, die müssen es gehen. Und hier Short String of the Anziehens. Wir müssen das gehen für die Natural Resistance. Und wir müssen hier noch nichts. Das ist ab 12. Okay. Dann mache ich hier mal auf Y Ding und auf X das Wurfteil. Der magische Skill, der magischen Schatten anrichtet. So, ist das der Friedhof? Nö. Wir müssen zum Friedhof. Ein Obsidian. Neue Steinsorte. Erhöht die Attackgeschwindigkeit. Die Attackengeschwindigkeiten. Und die Resistenzen. So. Irgendwas muss man mit dem Noob oder Charm cupen. Müssen wir dann herausfinden. 20 Giftschaden haben wir irgendwas mit Zirkel, also ja. Jetzt machen wir ein bisschen mehr Giftschaden. Oder ab jetzt machen wir Giftschaden. Und er hat 10 sich. Und dann Tobast. Ich kann nicht. Ah ja, in die Schuhe. So. Dann werde ich dann bald wieder Test Drive Unlimited 2 weiterlet schauen. Feed the Beast kommen weiterhin so, so viel wie momentan, also fast jeden zweiten Tag. 8 Parts oder so. 8 bis 10 Parts. Weil es ja mein Hauptprojekt ist. Was mich sehr viel interessiert. Dann kommt wieder Sims. Aber wenn die weiterhin so stressen, die haben jetzt schon wieder eine Warnung geschickt, weil ich Musik verwende, aber ich verwende gar keine fremde Musik. Es gehört zu Sims. Und dadurch habe ich das Recht, diese Musik auch in meinen Videos zu haben, weil es zum Spiel gehört, weil es im Spiel ist. Aber die verstehen so etwas nicht und lehnen meine Reports, also den Reklamationen immer ab. Sind halt stur, EA Games ist zwar etwas von einem scheiß Publisher, sorry, aber kümmern sich nie um die Fans, nur immer gegen die Fans. Was sind das für Publisher, die die Spieler von ihren eigenen Games schikanieren und irrsinnig blöde Regeln aufstellen? Man darf nicht Musik ins Internet stellen von seinen Games. Man muss die Games ohne Musik ins Internet stellen. Stellt euch das mal vor. Dann haben die auch immer Minus. Jedes Jahr haben die Minus. Die verdienen kein Geld, die verlieren Geld mit ihren Games. Und was sie mit Need for Speed Most Wanted abgezogen haben letztes Jahr,
ist alle und also unter alles Sau, also wirklich. Ein Game, wo kein Tune, also so ein Tuning-Game ohne Tuning ist wie Fisch ohne Fisch. Oh, gutes Beispiel. Aber es ist wirklich so ein Game, wo auf Tuning setzen, so also Arcade-Ding mit Tuning und so. Und die Spiele noch mit falschen Versprechen gelockt werden, ist unterirdisch. Nicht menschlich. Eher maulwurfisch, weil so unterirdisch leben. Kostet zu viel. Zu viel Mana. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ja, ich kann auch nicht viel tragen. So, Türen öffnen. Also der beste Publisher ist eigentlich immer noch Sega. Die kümmern sich um die Fans, die machen Spiele nach Fans wünschen, zum Beispiel. Rome ein gutes Beispiel, Rome 2. Die haben auf die Wünsche gehört. Sie haben zwar lange gebraucht, aber wahrscheinlich haben sie nur deshalb die anderen Games, also zum Beispiel Empire und Shogun 2, vorher gemacht, damit sie ein gutes, also damit sie eine Engine haben, die gut ist, dass sie sehr umfangreiches Spiel machen können und so. Und wir wollten schon immer Rome, seit dem Rome rausgekommen war, wollten wir einen zweiten Teil und das ist jetzt in Erfüllung gegangen, oder wird in Erfüllung gehen, wenn Rome 2 rauskommt. Und wer es nicht weiß, das Spiel, das ich momentan Let's Play, also jetzt schon längere Zeit nicht mehr, aber es werden wieder kommen, Medieval 2 ist der Nachfolger von Rome 1. Der Vorgänger von Empires, Shogun 2 und Rome 2. Ich kann nicht noch mehr. Die Total War Serie, eine Echtzeitstrategie mit Echtzeitkampf. Also Rundenstrategie mit Echtzeitkampf, so ist. Ich bin überladen. Wo man Reiche verwalten muss. Und Gegner besiegen muss, andere Völker, und sie dann richtigen realistischen Schlachten zusammenhaut. Ha, die Schlacht um Irland, die war so genial in meinem Let's Play. Die hatten sich richtig eingebunkert in mit einer kompletten Armee, mit einer maximalen Armee in ihre Burg. Die hatten mehrere Jahre gewartet, bis die endlich aus ihrer Festung kamen, haben sie angegriffen, haben leider zwei Familienmitglieder verloren. Aber die Gegner wurden so extrem stark schnell runtergehauen. Wir hätten fast aber noch verloren. Das ist richtig glimpflich ausgekommen. Weil wir waren extrem im Unterzahl. Und sie waren noch besser, sie hatten noch bessere Schmiedeklamotten, also geschmiedete Sachen. Ich hasse Frostschützen. Auch ein Snake. Man wird einfach zu langsam, da kommt man nicht mehr an die Gegner ran, so kann man nicht mehr taktieren. Oh, lasst es jetzt mit den Pfeilen. Ich brauche keine Pfeile, ich habe keine Pfeile bestellt. Ja,
Schon wieder ein Treffer. Ja, darf ich nicht attackieren. So, hier ist ein Magic Arrow. Und hier auch. Und hier. Da. 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 Ja, lasst mich jetzt.